Wir lesen und schreiben Gedichte, weil wir zur Spezies Mensch zählen. Und die Spezies Mensch ist von Leidenschaft erfüllt. Du weißt nicht, was ein wirklicher Verlust ist. Denn das lernst du nur, wenn du jemanden mehr liebst als dich selber. Ich bezweifle, dass du dich je getraut hast, einen Menschen so zu lieben. Wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich keinen intelligenten, selbstbewussten Mann. Ich sehe ein überhebliches Kind, das die Hosen gestrichen voll hat. Ganz gleich, was man ihnen erzählt. Worte und Gedanken können die Welt verändern. Poesie, Schönheit, Romantik, Liebe sind die Freuden unseres Lebens. Wozu bin ich da? Wozu nützt dieses Leben? Die Antwort: Damit du hier bist. Damit das Leben nicht zu Ende geht. Deine Individualität. Damit das Spiel der Mächte weiter besteht und du deinen Vers dazu beitragen kannst. Damit das Spiel der Mächte weiter besteht und du deinen Vers dazu beitragen kannst. Wir uns dem Ende dieses Lebensabschnitts nähern, stellen wir fest, dass wir immer mehr die guten Zeiten in Erinnerung behalten und die weniger guten versuchen zu vergessen. Und wir stellen auch fest, dass wir uns plötzlich über die Zukunft Gedanken machen. Wir machen uns Sorgen. Wir sagen uns, was soll ich machen? Wo werde ich denn wohl in 10 Jahren sein? Ich kann euch dazu nur sagen, hey, seht mich an. Bitte, macht euch nicht zu große Sorgen. Denn letzten Endes verweilt keiner von uns sehr lange auf dieser Erde. Das Leben fließt dahin. Und wenn ihr traurig sein solltet, dann richtet eure Augen zum Himmel hoch. Wenn die Sterne in einer lauschigen Sommernacht leuchten. Wenn dann eine Sternschnuppe die pechschwarze Nacht taghell erleuchtet, dann wünscht euch etwas. Und denkt an mich. Macht aus eurem Leben etwas Besonderes. Ich hab's getan. Was wird wohl euer Vers sein?